Sind wir schon drauf? Sind wir schon drauf? Okay, mir doch egal, die achte Folge. Schon die achte Folge. Und hier haben wir eine wunderbare Sache. Der Supermarkt des Jahres wird in den nächsten Tagen verliehen. Und ich kann so ein bisschen kann ich schon mal verraten. Darf ich zwar nicht, meine Veranstaltungsabteilung reißt mir den Kopf ab. Vier Rewe-Märkte, vier Edeka-Märkte sind in der engeren Wahl. Und das Schöne ist, ein paar Märkte aus anderen Organisationen haben sich in die nominierten Riege gekämpft. Und zwar haben wir da ein Kaufland, ein Famila, ein Hit, einen selbstständigen Hit. Und erstmal wieder einen Konsum Dresdenmarkt dabei. Große Klasse. Das Überraschungspaket der Woche. Ah, das ist die Trendfrucht schlechthin, die Süßkartoffel. Sieht zwar nicht so aus, aber die Süßkartoffel. 43 Millionen Euro Umsatz 2016, 42% plus. Ein Wahnsinn. Und Lieken hat in den Golden Toast die Süßkartoffel eingearbeitet. Das werde ich nachher gleich mal in den Toast reinschmeißen. Was mir nicht egal ist, 2/3 der Deutschen haben Übergewicht. Viele von denen wissen wahrscheinlich nicht, warum sie Übergewicht haben. Dass es mit der Ernährung zusammenhängt, wird man ahnen. Sie können mit den Angaben, die auf der Verpackung sind, offensichtlich wenig anfangen und Sie verführen das nicht auf das Übergewicht, das Sie haben, zurück. Also müsste man nach einem einfachen Instrument suchen, wie man auch Menschen, die sich nicht mit Ernährung auskennen, vor Produkten warnt, die zu viele Kalorien haben, zu viel Fett, zu viel Zucker. Das ist die Theorie. Es gibt einige Lebensmittelkonzerne, die sich bereits damit auseinandersetzen. Allerdings wird dann sehr stark mit Portionsgrößen und mit Untereinheiten gearbeitet, sodass die Aufklärung da wahrscheinlich auch nicht so besonders geeignet sein wird. Also wir haben Konzerne, die für die Ampel sind plötzlich und das für ihre Marketingkampagnen auch nutzen werden. Es gibt Politiker, die dagegen sind. Das ist auch nicht so ganz einfach, weil Produkte plötzlich mit einem roten Warnlogo auf den Markt kommen müssten, die wir eigentlich als absolut gesund definieren würden. Also wenn ich zum Beispiel diesen wunderbaren Saft... lecker. Was haben wir denn da? Ah ja, das ist ein Bio-Direktsaft von Rabenhorst. Allerdings hat auch der 14 Gramm Zucker in 100 Milliliter. Ich fürchte, er würde dann auch mit roter Ampel ausgelobt werden müssen. Das finde ich eigentlich bei so einem Produkt eher Fehl am Platze. Ich bin eigentlich froh, dass ich da keine Entscheidung treffen muss, wie man das vernünftig regelt. Ich glaube nur, dass man es regeln muss. Da freue ich mich schon auf den Sommer 2019, weil bis dahin hat die GroKo oder auf Deutsch die Große Koalition in ihrem Koalitionspapier vereinbart, dass es bis dahin eine Lösung geben wird. Wir sind gespannt. Mir doch egal.